Hallöchen, liebe Digimon-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Digimon Super Rumble in dieser eins nice Location, so vom Feeling her. Ich habe jetzt bloß ein, zwei Story-Quests weitergemacht. Ja, das ist ein Stein, da komme ich nicht weiter. Und ja, es ist also dementsprechend nicht viel passiert, aber ich sehe gerade, ich könnte nochmal meine Digimon heilen. Darf ich dabei laufen? Das ist ja cool. Da sind wir nämlich auch schon gleich bei der nächsten Quest. Na, das ist alles hoch. Und noch ein bisschen SP. Das ist auch schon ganz schön low. Wo geht's lang? Okay, irgendwo vielleicht hier. Ah, schön. Schön ist es hier. Was allerdings nicht so schön ist, dass es schon mal diese verdammten Goblinen sein müssen, die Boss 1 in spawnen. Also bisher jedenfalls sind wahrscheinlich richtige... Ah ne, doch, guck mal da. Den zweiten habe ich gerade gar nicht gesehen. Und dann habe ich es gleich auf Band, dass es da auch mal zwei spawnen können. Toll. Freut mich. Sonst hätte es ja wieder lang gedauert. Und ich war auch, glaube ich, noch gar nicht richtig fertig mit den SP zu hoch zu heilen. Oh, was haben wir da? Aha. Hier diese HDDs und so, diese blauen alte, also diese blauen, ja, HDDs eben. Die kannst du dann übrigens verkaufen für Bits beim Händler. Die sind für nicht viel mehr wert als für das. Okay, jetzt habe ich es gerade vorhin gesagt erst. Hau, ich spawn ja immer einzeln und das ist ja voll langwierig und so. Und jetzt habe ich es einmal nicht mit Schnitt und dann spawnen die immer in Doppelpack. Aber ich will mich nicht beschweren. So geht es schneller für dich und mich und alle sind glücklich, bis auf das Goblimon. Das ist jetzt besiegt. Alles meins. Und jetzt bitte die letzten zwei. Yeah. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf die HP geachtet. Ich hoffe, ja doch. Das sieht gut aus. Doch, sieht ganz gut aus. Oh, ich hätte vielleicht das andere lieber angreifen sollten. Mit Angeromon. Denn ich glaube jetzt nicht, dass Verigaromon ihn besiegen kann, oder? Oder? Ha. Okay. Ich habe nichts gesagt. Oha, 200 Meter. Wo soll ich denn da hin? Eigentlich an den Teleporter. Okay. Irgendwo da in der Nähe. Oh, guck mal hier, Ikagumon. Ach, ich wünschte, ich wäre da auch gerade so warm, wie das Wetter momentan ist. So ein bisschen Abkühlung. Ach ja, das typisch deutsche Mindset zum Wetter. Ist es zu warm? Ist es viel zu warm? Ist es zu kalt? Ist es viel zu kalt? Ja, ja. Oh, gefährlich, hier runter lang zu laufen. Prima, du bleibst doch schön da. Aber ist alles gut gegangen. Okay, nochmal 6 Stück. Ich wollte jetzt an der Stelle mal einen Cut machen. Und wehe, wenn ich jetzt einen Cut habe, kommen die wieder nur 1 Cent. Dann nehme ich aber sofort wieder auf. Also, bis gleich. Oh, da ist auch schon wieder... Tschumann, schön, schön, schön. So, welche Digimon soll ich für dich besiegen, sag mal? Achso, erstmal nach da. Alles klar. Das orangene Icon hier übrigens auf der Karte, das ist ein Dungeon. Da kommt man aber auch nicht immer rein und braucht dafür, also da wo die ganzen Leute stehen, braucht man auch ein Item für und kommt nicht jeden Tag rein, weil, ja, das anscheinend exklusiv ist und da kann man halt ein paar Item farmen. Und das wäre natürlich ein bisschen OP, wenn das
jeden Tag so wäre, beziehungsweise wenn man da grenzenlos rein könnte. Also ist das dann natürlich dementsprechend limitiert. Gut. Jetzt wird's anscheinend auch wieder ein bisschen wärmer, obwohl wir immer höher gehen, denn der Schnee ist weg. Und hier hat man mal einen kleinen Blick über die Map. Okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist hier beim Dunkeln. Anscheinend scheint der Mond auch relativ hell. Trotzdem weiß ich nicht, wie gut das ist in der Theorie und Praxis vor allem. Mhm. Drei Stück. Ah, sehr gut. Hätten wir schon mal unsere ersten beiden Probanden. Oh, mal gucken. Oh, das war gut. Schaffst du es? Nein. Aber man muss ja auch bedenken, ist ja auch erst Level Champion. Aber vielleicht bald schon nicht mehr. Jedenfalls hoffe ich das. Gut, gut. Bleiben Sie stehen, Sir. Gut, wieder zwei. Schön. Es gibt natürlich wieder ein bisschen mehr XP. Das freut mich. Und jetzt vor dem Kampf habe ich zwar nicht viel mehr hochgehält, aber scheint alles gut zu sein. Und wenigstens wird man hier von den Digimon nur mit Feuer beworfen, nicht so wie in Vergangenheit mit Kacke oder angekotzt zu werden. Ich war Ramon. Und es geht weiter. Nom 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 nom. Schleck, 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 schleck. Lecker Lutscher. So. Ja, ich mag diese Schlangenlinien hier sehr. Die verlängern den Weg nur unwesentlich. Und leider habe ich auch kein Movement-Buff mehr. Wo ich sagen muss, so krass war es jetzt auch nicht. Also der Geschwindigkeitsgewinn hielt sich da doch in Grenzen. Es wird eine Fackel aufgestellt. Schön. Fackelmann unterwegs gewesen. Achso. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt mit denen reden, aber nein. Okay, hier ist wieder irgendwie was los. Auf jeden Fall stehen hier wieder ein paar Leute rum. Aus Gründen. Okidoki. So, ist alles voll. Ah ja. Na dann, mal ran. Wir müssen Leomon befreien von seinen schwarzen Zahnrädern. Leider Vaccine, leider Typus Serum, aber trotzdem sollte es machbar sein, auch mit 23,5 HP. Also. Aua. Leomon haut wieder die Framerate in Grund und Boden. Aber ja doch. Hä? Er ist gerade komplett verfehlt. Aua. So, mach kurz hochheilen.
Gut, mal schauen. Es wäre ganz toll, wenn ihr jetzt eure Skills treffen könntet. Weil so lange möchte ich jetzt in diesem Kampf auch nicht mehr drin bleiben. Ja, weil Leomann haut schon zu. Alter! Jetzt nehmen wir halt mal den anderen Skill hier. Ich hoffe, der trifft. Meine Güte. Ah, wenigstens was. Und natürlich keine SP mehr. Logisch. Kann ich gleich beide hoch machen? Die SP oder muss ich das wieder einzeln machen? Ah, okay, das geht. Sehr schön. Oh, ein bisschen HP noch, wenn es auch noch möglich wäre. Wäre ganz toll. Ja, nein, vielleicht. Nein. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Aber das geht doch sicherlich noch. Computer sagt nein. Und das vielleicht auch nochmal? Ne? Nö. Okay. So. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass Angewurmann mit nur 1 HP überlegt hat, weil unser Bond so hoch war mit ihr? Oder ist? Ich meine mal sowas gelesen zu haben. Und ein Leomann Digicore. Cool. Zwar ein Broken, aber was soll's. Also wenn sie jetzt wirklich nur noch 1 HP hat. 21. Okay. Oder war es 1% HP? Dann kommt es ja wieder hin. Nee, kommt nicht hin. Nee, kommt nicht hin. 1% kommt nicht ganz hin. doch hier. 0, naja, fast, ne? Okay, also 1% HP wegen dem Bond. Aber ich heile das mal ganz kurz hoch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, Digimon sind jetzt wieder topfit und jetzt geht's hier in diesen tollen Tempel durch diese tolle Wand zu Le Devimon. Ja klar. Ja, logisch. Bosskampf. Okay. Dann mal los. Welches Level ist? 62, Alter. Gut, dann werde ich nochmal ganz kurz mir... Ich habe ja ein paar XP-Tränke bekommen. Da werde ich nochmal ganz kurz reinpfeifen. Alter, das ist jetzt plus 3000 XP. So. Und das sind 9000. Dann machen wir noch einmal hier. So, machen wir mal Angewurmann. Ganz geschmeidig mal ein paar Level höher. So. Habe ich noch irgendwas? Hier, 9000. Sie ist schon recht hoch. Dann machen wir jetzt auch nochmal. Hier. Auf, wenn es reicht, Level 60. Sehr gut. Mal kurz hier, wie viel habe ich noch? 14 Stück, sehr gut. Dann mache ich auch noch mal Q mal auf Level 40. So. Ja, da haben wir eine schöne runde Zahl und den Rest pumpe ich jetzt erst mal in Angewurmern rein. Gut. Ja. Und dann gleich mal schauen. Oh, ein paar 900er. Okay, der Rest, genau, das kommt dann alles erstmal. Später, weil ich glaube, ich kann jetzt nur für Angewurmern jedenfalls die hier benutzen. Okay, dann hoffe ich, dass es so reicht. Und jetzt geht der Bosskampf auch schon los. Level 62 ist schon nicht schlecht. Ich würde erst mal gleich diese Attacke hier vorbereiten.
wenn das genehm ist. So. Irgendwie viel Schaden das macht. Ist okay. Das geht auf jeden Fall. Neckam. Probier es mal so. Sehr gut. Das geht irgendwie auch. Also man muss nicht immer auf die Digimon klicken. Man kann auch, habe ich gelernt, jetzt mittlerweile die Zeit drücken. Ich vergesse das immer wieder. Ah, genau. Das geht doch ganz gut. Ich würde gerne nochmal hochheilen, wenn das noch geht. Okay. Dann so. Mal schauen, ob das vielleicht jetzt sogar schon reicht. Wenn jetzt Angewurmer nochmal angreift. Komm. Komm. Nein, leider nein. Leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. Aber das. Fein. Wuhu. Ich frage mich, was es getroppt hat. Und was jetzt wohl passiert? Okay, das ist jetzt nicht gerade der krasseste Loot. Irgendwo nach hier? Ah. Ach, mit Piximon diesmal, okay. Geht's denn jetzt, so vermute ich, vielleicht auf die, naja, Desert Map? Okay, erstmal geht zurück zu. Nein, jetzt habe ich das Rot wieder weggemacht. Jetzt geht es erstmal wieder zurück zu Village of the Beginning. Hier sind wir auch schon. Und jetzt müssen wir hier hinten irgendwo hin wieder mit dem Piximon reden. Dialog. Ah. Und ich vermute, hier geht's dann weiter. Naja, ich weiß nicht. Via Floß. In einen Wal. In Anlehnung einer alten Geschichte. Ah, ne. Wir gehen direkt doch zu dem Wal. Okay. Hallo? Ist da drin Geppetto? Hallo? Sieht schon schön aus. Chillig. Oh, schon vorbei. Schade. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen längere Cutscene wird. Naja, okay. Aber schön. Na, dann haben wir doch eine neue mit freigeschaltet. Na, was heißt freigeschaltet? Ich glaube, man konnte vorher auch gar nicht hierher, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, schick sieht es ja aus. Schick. Und jetzt geht's erstmal hier hoch. Mhm. Ach, hier. Das Dorf. Ganz kurz die EV. Hoch. Heilen. Und vor. Ups. Das ist schon alle, aber brauche ich es auch nicht mehr. Sonst verwandeln sich noch meine Digimon zurück. Sieht auch so ein bisschen aus hier wie meine erste Digimon-Heimatinsel. Oder Tamer-Heimatinsel. Ich mag ja so ein Setting. So, nochmal kurz. Hier quatschen. Ah, da hinten leuchtet eine Telefonzelle zum Aktivieren. Hallo? Es ist 90 Stunden und 99 Minuten, 100 Sekunden. Piep,
Schade. Hat jetzt auch nicht so weitergeholfen, das Telefonat in meinem Leben. Hier. Guck mal, also hinter dem Wasserfall muss doch irgendwas sein. Dahinter ist immer irgendwas in MMOs. Wo geht's hin? Irgendwie hier. Soll ich stehen? Soll ich reden? Nein und nein. Was willst du von mir? Muss ich mit den Digimon vielleicht reden? Mit denen nicht. Vielleicht mit ihnen hier. Nein. Vielleicht mit ihnen hier. Ach, ein Shop. Sehr schön. Vielleicht mit dem Zelt. Vielleicht mit dem Zelt. Guten Tag, Yubimon. Tja. Schwierig. Gut. Dann. Nee. Das macht auch nur. Ach. Oh, Alter. Würde ich ja sagen, dann schaue ich mal ganz kurz. Aber ich glaube. Ja, das war's. Schön. Und jetzt nochmal das Gleiche, nehme ich an. Ich denke jetzt nicht, dass jetzt irgendwas hier passiert. Okay, also wahrscheinlich jetzt nochmal das Gleiche in grün, dass hier irgendwo was sein soll. Schön. Ah. Tolle Sache. Hier oben hat sich noch einer versteckt. Und ich muss wirklich sagen, ich muss das mal Level Up zurücknehmen, weil ich letzte Folge am Anfang meinte, mit den, ja, hat sie mich eventlos. Das hat sich ja doch nochmal schön zum Ende hingegen nochmal zugespitzt. Aber ist ja auch okay, wenn die Quests manchmal nicht ganz so aufregend sind. Mal hier zurück. Und es dann erst wieder später Fahrt aufnimmt, ne? Ist ja okay. Also, hallo? Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Nochmal zurück. Oder wie? Ja. Also halt so wie jetzt, ne? Also ist auch nicht gerade. Gut, das ist schön, dass ich nochmal zurück musste. Ist gerade auch nicht so interessant hier. Den ganzen Digimon zu reden. Aber ich glaube, jetzt geht's auch schon weiter. Ah. Und Digimon auch hier schon gutes Level, muss ich sagen. Level 49, 48. Gut. Und hier soll ich wohl Urgumon so lange besiegen, bis sie überzeugt sind, mir ein Item zu droppen vielleicht. Auch wieder eins nice Kampfmusik. Oh yeah. Ach schön, hat das gleich getroppt, den wahrscheinlich Knochen. Nehme ich mal an, dass es das gute Stück war, was sie Digimon haben wollen. Okamons Knochen. Ja, jeden seine Vorlieben, da will ich die Digimon nicht mit reinreden. Meine Geschmäcker sind verschieden. Gut, dann sage ich mal, sehen wir uns wieder, wenn etwas Spannenderes passiert. Und jetzt kommt ein Kitty-Cut.
Okay, dann befreien wir mal die Koromon. Yippie-yay-yay. Ja, jetzt geht's hier hin und die Befreiungsaktion läuft weiter. Gerade ja auch in langer Art und Weise die Schlüssel gefarmt. Also muss ja auch für irgendwas gut sein, nehme ich an. Ja, hier sind noch nur zwei drin, da hätten aber auch noch zwei mehr Platz gehabt. Sehr schlechtes Platzmanagement. Gut. Und mit dieser guten Tat würde ich sagen, beende ich mal die Folge. Mit einem Daumen nach oben kannst du das Video loben und für einen Kommentar oder ein Abo bin ich natürlich auch froh, wenn du es möchtest. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also, ja, bis dahin, tschüss mit Ö. Achso, und ich spiele noch ein bisschen weiter, ne, dass du Bescheid weißt. Also, bis dann.